Alle Leute, okay, jetzt ohne weitere größere Einleitung der zweite Teil. Also wenn dann das andere Video, also das hier und das Video davor hochgeladen ist, aus Liebe zu Deutschland habe ich den Titel jetzt gewählt, unsere deutsche Geschichte. Weil ich habe es ja versucht klarzustellen, eine Sekunde, ich hatte noch, Moment, ich fange nochmal an zu reden, also während ich hier das zuklappe. Dass hier das Bild zu sehen ist, wo ich beginne zu reden. Also ohne größere Einleitung, aber wenn ich jetzt schon wieder kurz rausgekommen bin. Wenn das Video hier hochgeladen wird, zusammen mit dem davor, was ich bereits hochgeladen habe, aber ich habe es noch nicht veröffentlicht. Ich habe einen Titel gewählt, Stolz Monat aus Liebe zu Deutschland, unsere deutsche Geschichte. Da ist mir ja eingefallen, eigentlich wollte ich das auch noch im vorherigen Video unterbringen hier, also wie sich Deutsche ausgebreitet haben, dass unsere deutsche Geschichte nicht nur aus 12 Jahren im Dritten Reich, also 12 Jahren Nationalsozialismus besteht. Dass deutsche Geschichte bereits über 2000 Jahre alt ist, wahrscheinlich sogar noch älter. Also wenn man komplett bis zu den eigentlichen Anfängen zurückgeht, also hier in Europa, in Mitteleuropa, wo heute Deutschland noch liegt. Und dann natürlich auch die Ausbreitung von Deutschen in der Welt, also dass es in Wahrheit sogar nicht nur 80 Millionen in Deutschland gibt, sondern bis zu 130 Millionen, möglicherweise sogar noch mehr weltweit. Weil Deutscher ist man nicht automatisch nur, weil man in Deutschland geboren ist, Deutscher ist man auch durch seine Abstammung, also sprich durch seine Vorfahren. Also warum auch, habe ich ja in der anderen Video jetzt gezeigt. Ist aber auch, wie gesagt, schon lange bekannt. In vielen Ländern es zumindest deutsche Minderheiten gibt oder teilweise sogar mal deutsche Mehrheiten gab, sprich wo ein großer Teil der dort lebenden Menschen eigentlich deutsche Vorfahren hat und das auch weiß und dementsprechend auch ein bisschen pflegt, also sprich auch in der Regel Deutsch Minimum als Zweitsprache spricht, möglicherweise sogar als Muttersprache, also dass die weiterhin Deutsch sprechen. Zwischendurch müssen sie sich halt der Sprache der jeweiligen Landessprache in dem Land, wo sie leben, ein bisschen unterordnen, aber in der Regel pflegen die ihre deutsche Kultur, ihre deutschen Wurzeln. Und da habe ich ja ganz vergessen bei der Ausbreitung von Deutschen, also sprich 130 Deutsche ungefähr gibt es weltweit, 130 Millionen. Ich habe gerade das Millionen vergessen dazu zu erwähnen, dass ich auch auf die deutschen Erfindungen eingehen wollte, also die dann natürlich auch der ganzen Welt dadurch zugute gekommen ist, sind, dadurch, dass Deutsche sich in über 2000 Jahren weltweit ausgebreitet haben. Habe ich aber in dem anderen Video vergessen, weil ich damit zu sehr davon ein bisschen abgekommen bin. Also habe mich dann zu sehr wieder auf andere Themen eingelassen, zu lange über andere Themen gesprochen. Ich wollte halt nicht, dass das Video zu groß wird. Das andere Video geht 1 Stunde 4. Mal sehen, wie lang das Video hier werden sollte. Und ich wollte auch das Thema eingehen hier, das Märchen, was jetzt neuerdings öfters verbreitet wird, also schon einige Jahre mittlerweile. Hier angeblich haben Gastarbeiter Deutschland aufgebaut. Also was absoluter Schwachsinn ist. Und das wissen eigentlich die meisten, die möglicherweise noch Großeltern haben. Sprich, da war die Großmutter ursprünglich auch mal eine sogenannte Trümmerfrau. Vielleicht sogar waren die Großeltern selber hier Thema Flucht und Vertreibung, also deutsche Vertreibung nach 1945 aus den ehemaligen Ostgebieten, also dem wahren Osten, warum ich mich ja nicht hier beleidigen lasse als Ossi, also als Thüringer. Mitteldeutschland bzw. die ehemalige DDR, wir waren schon immer Mitteldeutschland. Die waren ostdeutschen Gebiete, sind halt die Gebiete, die seit 1945 nicht mehr zu Deutschland gehören. Und diese Leute, also die da geflüchtet sind oder vertrieben worden sind, mit Millionen Toten nach 1945, mit Millionen deutschen Toten, die dabei umgekommen sind, durch diese Flucht und Vertreibung. Diese Leute haben Deutschland abgebaut, zusammen mit den Trümmerfrauen, also sprich Frauen, wo der Mann in der Regel gefallen ist im Zweiten Weltkrieg. Die sind ja natürlich auch wieder dort einen neuen Mann möglicherweise genommen haben, von diesen Geflüchteten und Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Und die eigentlichen Gastarbeiter kamen erst ungefähr ab 1955, also nochmal 10 Jahre nach dem Ende vom Ersten Weltkrieg und dann später ab 1961, also sprich speziell Türken. Das kann jeder von euch
Hörnis, weil da müssen wir wirklich holzbekloppt sein, um irgendwelche Lügen und irgendwelche Scheiße noch zu plappern. Und das tue ich dann auch mal ganz deutlich sagen. Da muss man wirklich dumm wie Scheiße sein, dumm wie Brot sein. Da kann man irgendwelche Lügen nachplappern und sich links dermaßen verblöden lassen. Also entweder seid ihr schon blöd gewesen oder ihr seid wirklich erst durch die linksfaschistische Gehirnwäsche blöd geworden. Es kann jeder ohne Probleme überprüfen, ist da was Wahres dran? Nein, es ist nichts Wahres dran. Es ist komplett erstunken und erlogen. Es hat nie ein Gastarbeiter hier in Deutschland abgebaut. Ich gekommen bin, kam ab 1955, kam ab 1961, also in dem Fall ab 1961 Türken. Die Flucht, Thema Flucht und Vertreibung nach 1945 von Millionen Deutschen, wo auch Millionen davon umgekommen sind, aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, also die ursprünglich mal zum Deutschen Reich gehört haben, dem Deutschen Reich von 1870, 1871. Diese Menschen haben zusammen mit den Trümmerfrauen, also mit Frauen, die hier noch in Deutschland zurückgeblieben sind, also wo der Mann bereits im Krieg gefallen ist oder jahrelang in Gefangenschaft gesessen hat, dann später russische Gefangenschaft, englische Gefangenschaft, französische Gefangenschaft, amerikanische Gefangenschaft. Diese Menschen, also sprich Deutsche, haben Deutschland wieder abgebaut und uns hat niemand geholfen, also deutschen Flüchtlingen. So viel zum Thema hier, wir müssen irgendwo der halben Welt, wie sagt man, Geld in Drachen werfen. Wer hat uns jemals geholfen? Wer wird uns jemals helfen, wenn jetzt angenommen hier mal wirklich eine ernsthafte Katastrophe passiert wäre? Also sprich wie damals Tschernobyl hier angenommen, hier wäre mal ein deutsches Kraftwerk in die Luft gegangen. Und es wären riesige Teile verstrahlt gewesen und Tausende, möglicherweise Zehntausende dabei verstorben, also Deutsche. Da hätte uns auch niemand auf der Welt geholfen. Ja, tut mir leid, ich habe mich kurz aufgeregt. Ich bin jetzt aber wieder vom Thema abgekommen. Also auf das Thema werde ich garantiert in diesem Video hier noch zu sprechen kommen. Also es ist eine absolut dreckige, erstunkene Lüge, dass Gastarbeiter Deutschland abgebaut haben. Und dann haben sie es bereits, es waren ursprünglich Gastarbeiter. Also es war gar nicht geplant, dass die sich hier fest niederlassen sollen. Aber jetzt erstmal zu dem Punkt, den ich in dem anderen Video vergessen hatte. Also ich mache jetzt das Thema mit den Gastarbeitern und das Thema, was ich jetzt gleich ansprechen werde, mache ich jetzt zusammen in diesem Video. Im anderen Video habe ich es leider vergessen, also wo ich generell auf deutsche Geschichte allgemein eingegangen bin. Durch die Ausbreitung von Deutschen weltweit bis zu 130 Millionen Deutschen weltweit in über 2000 Jahren deutscher Geschichte sind natürlich auch viele Erfindungen gemacht worden, die dann auch der ganzen Welt zugute gekommen sind. Also schon bereits, hier steht es ja oben, die deutschen Erfindungen vom Jahr 1841 bis zum Jahr 1994, 1842 war das Jahr, wo Heinrich Hoffmann von Fallersleben die deutsche Nationalhymne gedichtet hat. Und das eigentliche Deutsche Reich, das allererste Deutsche Reich, gab es dann erst ab 1870, 1871. Davor gab es aber auch schon deutsche Gebilde, hier sprich das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, von dem Jahr 800 nach Christus bis zum Jahr 1806, also fast 1000 Jahre, ne, sogar über 1000 Jahre in dem Fall, oder? Moment, 800, dann bis 1000 nach Christus wären 200 Jahre, dann nochmal 800 Jahre, also 1800 und ja, 1006 Jahre, also das Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Wo Österreich, Schweiz, Holland, Luxemburg, Liechtenstein, Belgien, wie sie alle heißen, also was heute mittlerweile separate Staaten sind, wo die alle noch dazugehört haben. Das war das Heilige Römische Reich Deutsche Nation und das hat von 800 bis 1806 existiert. In diesem Zeitraum war auch Entschuldigung, nicht Napoleon, Mozart seine Geburt, sprich in Salzburg. Also kann Mozart weder ein Deutscher gewesen sein, also er war natürlich ein Deutscher durch seine Sprache. Aber ich rede jetzt es gab noch gar kein deutsches Reich in dem Sinne, also ein Deutschland in dem Sinne, in dem Napoleon, in dem, ich habe schon wieder aus dem Napoleon gesagt, in dem Mozart hätte geboren werden können. Es gab noch dieses Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Sprich,
Mozart ist nicht in Österreich geboren und auch nicht in Deutschland geboren. Mozart ist in Salzburg geboren, sprich, er wäre eigentlich Salzburger von Geburt gewesen, aber Deutscher durch seine Sprache. Also Mozart ist ein Deutscher. Da kann sich kein Land irgendwo anmaßen, den an sich zu reißen. Es ging jetzt nur darum, es hat bereits vor dem allerersten Deutschen Reich, was im Jahre 1870, 1871 sich gegründet hat, hat es bereits deutsche Gebilde gegeben in Mitteleuropa. Unter anderem auch, wie gesagt, das Reich der Thüringer, was bis zum Jahre 513 nach Christus existiert hat. Das habe ich ja eindeutig hier bewiesen. Das ist auch, wie gesagt, schon lange bekannt gewesen. Also warum ich überhaupt den Leuten das erzählen muss, da frage ich mich echt, oder seid ihr nicht so bekloppt, mal ein Buch aufzuschlagen, euch mal irgendwo zu bilden? Also dass ihr lieber irgendwelche Scheiße noch plappert. Inklusive auch im Koran hier. Ich werde für, wenn ich aus dem Koran vorlese, angegriffen, obwohl ich vorher den Koran in die Kamera gehalten habe und habe gezeigt, das ist der Koran aus Saudi-Arabien, die offizielle genehmigte Übersetzung aus Saudi-Arabien, das gleiche Buch, was Michael Sturzenberger verwendet, und werde trotzdem dafür angemacht. Hier hat mir eben schon wieder so ein Beppo geschrieben, hier Rassisten, hier, wo ich aus dem Koran Sura 8 vorgelesen habe, die Beute. Das könnte jeder von euch sich einen Koran kaufen, oder? Wo ist denn eigentlich das Problem, den Koran mal zu lesen, bevor man irgendwo andere als Nazi beschimpft? Also sind halt die Leute, also rotzbekloppte Schwachköpfe. Und das sage ich dann auch deutlich. Also da lasse ich mir nicht unterstellen, ich wäre beleidigend, wenn ich Leute, die mir zuvor einen Schwall von Hass und einen Schwall von Beleidigung an den Kopf geschmissen haben, dann auch natürlich dementsprechend genauso hart zurückfeuere. Ihr wisst, ich kann mich, also ihr hört es ja hier selber, ich kann mich auch gewählter ausdrücken. Gebildeter, ordentlich ausdrücken, aber natürlich gibt es dann auch mal deftig was zurück. Also, wenn ich permanent hier grundlos angemacht werde, angegriffen werde, kritisiert werde. Ich habe immer wieder hingewiesen, ihr könnt alles nachlesen. Ich habe mich genauso gebildet, wie es jedem Menschen möglich ist, sich zu bilden. Das Wissen steht zur Verfügung, also ich denke mir hier nicht irgendwas aus. Das ist halt Wissen, was ich mir angeeignet habe, was ich jetzt auch hier in dem Fall in solchen Videos teile. Das ist nicht irgendwo, wie sagt man, dass ich Nazi werde oder irgendwas. Deutsche Geschichte betrifft mehr als nur 12 Jahre Nationalsozialismus. Gut, jetzt bin ich aber wieder doch zu weit abgekommen. Ich dachte, ich habe ja eben am Anfang des Videos erwähnt, Entschuldigung, es wird keine lange Einleitung. Naja, tut mir leid. Und ich mache meine Zigarette an, die ich schon, keine Ahnung, mehrere Minuten jetzt noch hingehalten habe. Also, es gibt bis zu 130 Millionen Deutsche weltweit, weil Deutsche sich in über 2000 Jahren immer wieder ausgebreitet haben weltweit. Und natürlich haben die dann auch viele Erfindungen gemacht. Entweder hier im Zeitraum wie hier, 1841 bis 1994, aber ebenso natürlich auch davor. Die natürlich auch der ganzen Welt dann zugute gekommen sind. Also, warum man sich als Deutscher beleidigen lassen soll, für speziell jetzt den Zweiten Weltkrieg. Oder überhaupt beide Weltkriege, sowohl den Ersten als auch den Zweiten Weltkrieg. Das ist eine absolute Frechheit, weil, wie gesagt, zeigt mir ein Land, was irgendwo eine saubere Weste hat, also eine weiße Weste hat. Oder gerade von Amerikanern oder sonst was müssen wir uns nicht als Nazi beleidigen lassen, die praktisch einen Völkermord in Amerika betrieben haben, an den sogenannten Ureinwohnern. In Wahrheit waren das aber auch nur Eingewanderte, also die sogenannten Indianer in Amerika. Also in Wahrheit eigentlich amerikanische Ureinwohner. Das waren Asiaten, die irgendwann vor 10.000 bis 12.000 Jahren nach Amerika höchstwahrscheinlich über die Beringstraße eingewandert sind, aber höchstwahrscheinlich auch über den Atlantik. Also Amerika wurde von zwei Seiten besiedelt. Sowohl von Land sind Leute da eingewandert vor 10.000 bis 12.000 Jahren, die sogenannte Beringstraße, Beringia, als auch über den Ozean, sprich über den Atlantischen Ozean, sind da irgendwo Leute mit Schiffen, Flößen, sonst was dahin gekommen. Und auch wahrscheinlich die kleinen Inseln, also hier speziell Südamerika. Ja gut, das ist aber, wie gesagt, komme ich zu weit vom Thema ab. Deutsche Erfindung, ja, tut mir leid. Musste mal sein, dass ich das alles mir mal von der Leber gesprochen habe. Deutsche Erfindung vom Jahr 1841 bis 1994. Ernst Appe. Er stellte die Optik auf eine wissenschaftliche Grundlage. Benz, also hier, keine Ahnung, mir nochmal genau mit Vornamen hieß, Theodor Benz, Otto Benz oder so ähnlich, also Mercedes-Benz,
Das erste Auto knatterte über die ungeteerten Mannheimer Straßen. Von Braun ist er bekannt. Die erste Weltrakete startete auf Usedom, also Werner von Braun. Eigentlich ein Kriegsverbrecher, aber wie gesagt, hat halt trotzdem mehr oder weniger starken Einfluss gehabt auf die Entwicklung von Raketen. Albert Einstein ist ja bekannt, seine Relativitätstheorie wird im brasilianischen Urwald bewiesen. Otto Hahn, auf einem Holztisch in Berlin-Dahlem spaltet er Uran. Also Otto Hahn hat, wie sagt man, die Atomspaltung entdeckt oder bewiesen. Hertz, ich glaube, der hieß Theodor mit Vornamen. Das elektrische Feld breitet sich im freien Raum aus, also worum es heute diese Bezeichnung noch gibt dafür. Hertz, 100 Hertz, 50 Hertz und so weiter. Lilienthal, also Otto Lilienthal, ist ein Beweis der Flugfähigkeit des Menschen, kostete ihn das Leben. Neumann, ich glaube Theodor Neumann hieß der ebenfalls, oder Alfred Neumann, der Automechaniker, machte General Electric zum größten Triebwerkshersteller. Havel erfindet den Walkman, die Japaner stehlen die Idee. Also die Japaner behaupten wahrscheinlich, die haben Walkman erfunden, in Wahrheit hat das hier. Ist wahrscheinlich ebenfalls ein Deutscher mit dem Namen Pavel, Pavel, erfunden. Reis. Die ersten Worte durch sein Telefon: Ein Pferd frisst keinen Gurkensalat. Also ein gewisser deutscher Erfinder mit dem Nachnamen Reis hat wahrscheinlich maßgeblich das Telefon beeinflusst. Also nicht Marconi und Thomas Edison und wem alles Telefon zugeschrieben wird. Dann Schlack. Also ein gewisser Erfinder, ein deutscher Erfinder mit dem Namen Schlack. Perlon, die Wunderfaser aus Kohle, Wasser und Luft. Also Kunstfaser. Von Ardenne ist klar, hier Manfred von Ardenne, ein Adelsspross, der das elektronische Fernsehen erfindet. Also inklusive der damaligen Fernsehbildröhre. Borsig, er verjagte die englischen Lokomotiven aus Preußen. Also hier der Name Borsig. Ist ja eigentlich relativ bekannt. Daimler baute seinen Motor in eine Pferdekutsche. Also hier Benz und Daimler haben sich dann wahrscheinlich zusammengetan hier, warum heute Mercedes manchmal auch Daimler-Benz genannt wird. Also sowohl Daimler als auch Benz, irgendwann hat das fusioniert. Focke, hier Flugzeug oder überhaupt Fluggerätehersteller. Die Propeller nach oben gerichtet, der Hubschrauber ist geboren, also Theodor Focke hieß der Kleine. Ja, ich sage immer bei vielen Theodor, aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, jetzt Vornamen. Also ich kenne die Erfinder, die Namen, also zumindest die Nachnamen, aber ich weiß es immer nicht hundertprozentig bei jedem Erfinder gleich einen Vornamen. Heisenberg, lasse ich jetzt mal einen Vornamen weg, ich glaube nämlich, das war ebenfalls Theodor, ist aber nicht, wie gesagt, so wichtig. Wie gesagt, wichtig ist der Name Heisenberg, relativ bekannt. Mit der Quantenmechanik forderte er den gesunden Menschenverstand heraus. Hülsmeyer, sein Radargerät kommt zu früh, die Admiralität will es nicht. Also, der hat maßgeblich die Erfindung vom Radar beeinflusst. Ein gewisser deutscher Erfinder mit dem Namen Hülsmeyer. Von Linde, die Luftzerlegung, von Anfang an ging es ums Bier. Otto, also hier Motor, Ottomotor. Der Bauernsohn erfindet Verbrennungskraftmaschine. Planck, Max Planck, also da weiß ich definitiv, wie Vornamen, er entdeckt verrücktes Licht, ist beides zugleich, Welle und Teilchen. Röntgen, Konrad Röntgen hieß der, Wilhelm Konrad Röntgen, soweit ich weiß. Kommissar Zufall ließ ihn die X-Strahlen entdecken, also wie Röntgen die Röntgenstrahlen entdeckt hat. Gibt es verschiedene Märchen oder Legenden, also hier, dass der Hund oder die Katze irgendwie aus Versehen geröntgt worden ist, also hat er irgendwo gelegen, wo Röntgenstrahlen ausgestrahlt worden sind und später hat Röntgen auf seinem Fotoblatt oder irgendwas entdeckt, dass da die Knochen zu sehen waren von seinem Hund oder von seiner Katze. Also, wie es nun genau vorgekommen ist, dass er die Röntgenstrahlen entdeckt hat, Wilhelm Conrad Röntgen, ist eigentlich auch nebensächlich. Von Siemens, also Werner von Siemens, ein preußischer Artillerieoffizier, wird Vater der Elektrotechnik. Barnack, also ebenfalls ein deutscher Erfinder mit dem Namen Barnack, der Genius der Kleinbildkamera. Breitenburg, Konzert in der Westentasche, also wahrscheinlich Mundharmonika ist damit gemeint. Das ist ein gewisser Erfinder mit dem Namen Breitenburg, deutscher Erfinder mit dem Namen Breitenburg, die Mundharmonika entwickelt hat.
Diesel, also ist auch bekannt. Hier erfindet Wärmekraftmaschine mit höchstem Wirkungsgrad. Aber seine Ammoniak-Synthese sicherte das Überleben der Menschheit. Hell, also genau wie Englisch Hölle geschrieben wird, Hell. Eine bayerische Ideenschmiede in Kiel, Faxscanner und Co. Also von denen kommt ursprünglich die Erfindung von Telefax, Scanner und Co. Koch, komme ich jetzt nicht mehr auf den Vornamen, gnadenlose Jagd auf Parasiten, also hier Chemiker. Mergenthaler, der deutsche Uhrmacher, revolutioniert den New Yorker Zeitungsdruck. Papst von Ohain, das erste Düsenflugzeug, fliegt in Rostock. Also hier wahrscheinlich jemand, der auf entweder den Düsenantrieb Einfluss hatte, ein gewisser Papst von Ohain, oder der wirklich das komplette Flugzeug entwickelt hat. Porsche ist ja klar hier. Dr. H.C. Ferdinand Porsche. Er sitzt in Haft, während ein britischer Major seine Erfindung, den VW Käfer, rettet. Ruska, auch Elektronenstrahlen werden gebrochen, das Übermikroskop ist geboren. Zuse, also Konrad Zuse, der weltweit erste Computer, rattert in Berlin-Kreuzberg. Also Z1 oder wie er damals hieß, also hier Zuse sein erster Computer. Aber es war eigentlich noch ein analoger Computer. Ja, tut mir leid, das war jetzt kein schönes Bild, aber ich wollte erstmal bei der Einleitung. Hier können wir es auch nochmal sehen. Hier auch Erfindung vor dem Jahr 1841, also alles Deutsche. Hier Johannes Gutenberg, Buchdruck ist bekannt. Werner von Siemens, Dynamo. Ich mach's mal aus Spaß größer hier, damit die Bilder links und rechts nicht immer ablenken. Also hier stehen keine Jahre dazu, aber ist ja eigentlich relativ bekannt hier. Johannes Gutenberg, also. Warum denn auch bei der Reformation durch Luther der Bibelübersetzung die Bibel so schnell die Übersetzung im Volk die Runde gemacht hat, dadurch, dass Gutenberg halt den Buchdruck revolutioniert hat. Dynamo kommt von Werner von Siemens, die Straßenbahn kommt von Werner von Siemens, Motorräder kommen von Gottlieb Daimler, also hier steht sogar der Vorname, Automobile kommen von Carl Benz, das Aspirin, also hier das Medikament Aspirin, kommt von Felix Hoffmann. Die Erfindung des Teebeutels kommt von einem Adolf Rambold, also alles Deutsche. Die Erfindung des Fernsehens kommt von einem Manfred von Ardenne. Und auch von der Bildröhre hier, also hier Kathodenstrahlbildröhre. Und da gab es aber auch noch einen gewissen Braun, also hier Braunsche Röhre. Also Manfred von Ardenne und ein gewisser Braun hier, die haben mit der Bildröhre zu tun. Hubschrauber, hier stehen ja die Vornamen Heinrich Focke. Der Dübel, also die Erfindung vom Dübel von einem gewissen Arthur Fischer. Die Funkuhr von einem gewissen Wolfgang Hilbert. MP3-Format, also hier heute, wie Musik verkleinert wird, komprimiert wird. Das Fraunhofer-Institut. Ja, nochmal clevere Erfindung aus Deutschland. Der Hubschrauber, wie gesagt, 1936 entwickelt und erfunden von Heinrich Focke. Der Airbag, 1971 erfunden von Mercedes-Benz, also entwickelt. Der Dübel von Arthur Fischer, 1958. Der Stollenschuh, also hier Spikes an Fußballschuhen, 1953 von Adolf Dassler erfunden, also hier Adidas. MP3-Format 1987 vom Fraunhofer-Institut entwickelt. Und halt der Computer 1941 von Konrad Zuse. Und hier die Chipkarte 1968 von Jürgen Detlef und Helmut Grütrup. Ja, also das Prinzip, wie man eine Chipkarte auf einer Karte unterbringt, also hier den Chip. Ich probiere mal, ob ich die Bilder hintereinander machen kann und dann klappe ich nochmal hier die beiden auf. Ja, die Glühbirne, also bereits im Jahre 1854 von Heinrich Goebel. Also nicht von Edison, der immer gerne als Erfinder der Glühbirne bezeichnet wird. In Wahrheit war es ein Deutscher hier in Amerika, Heinrich Goebel. Entweder in Deutsch, genau, nicht mal in Amerika, in Deutschland. Also der hat zuerst hier das Prinzip von der Glühbirne entwickelt, also hier
Kohlefaserfädchen hier in Vakuum hier, also das glüht. Heinrich Goebbels hat im Jahre 1854 die Vakuumglühbirne. Heute werden in Deutschland pro Jahr rund 350 Millionen Glühbirnen verkauft. Die Relativitätstheorie, Albert Einstein, musste 1933 aus Deutschland fliehen, ist ja bekannt, also er war ja Jude. War der erste Popstar der Wissenschaft und er war auch, wie gesagt, Linkshänder, habe ich ja in dem anderen Video zum Thema Linkshändigkeit oder Linkshänder gezeigt. Albert Einstein, der 1933 aus Deutschland emigrierte, war der erste Popstar der Wissenschaft. Seine Formel: Kraft ist Masse plus Geschwindigkeit oder plus Lichtgeschwindigkeit, bedeutet das, glaube ich, hier die Abkürzung E ist gleich mc2. Also, soweit ich weiß, steht dafür diese Formel hier. E bedeutet Kraft, m bedeutet Masse, c2 bedeutet Lichtgeschwindigkeit. Manchmal wird es, wie sagt man, salopp übersetzt: Kraft ist Masse mal Geschwindigkeit, aber in Wahrheit bedeutet es eigentlich: Kraft ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit. Das war im Jahre 1905 eben Albert Einstein. Hier das Fernsehen. Im Jahre 1930 bis 1931, am Weihnachtsabend 1930, erschuf Manfred von Ardenne die erste elektronische Fernsehübertragung. Mittlerweile stehen in oder steht in 95% der deutschen Haushalte ein Fernsehgerät. Der TV-Konsum der Deutschen liegt bei rund 220 Minuten am Tag. Naja, es wäre besser, ihr würdet mal vielleicht mehr Bücher lesen oder so. TV verblödet euch nur. Ursprünglich war, wie gesagt, auch der sogenannte Volksfernseher für das Jahre 1939 geplant. Dann kam aber leider der Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg dazwischen. Also wir hatten bereits auch, wie sagt man, relativ günstigen Fernseher entwickelt, sogar mit einer relativ flachen Bildröhre hier. Also noch kein echter Flachbildschirm, aber schon ziemlich schmal hier die Bildröhre. Also in Deutschland. Das Düsentriebwerk, wie gesagt, ist ja bekannt hier. Später Messerschmitt, also hier Düsenjäger, Düsenbomber. Im Jahre 1939, schon als Student, forschte Hans-Joachim Pabst von Oheim nach einer neuen Art von Triebwerk für Flugzeuge. Seine Vision: Anstatt eines Propellers sollte Schub als Antrieb dienen. 1939 startete das erste Düsenflugzeug in Rostock. Es hat aber trotzdem sich einige Jahre verzögert im Krieg, weil Hitler immer wieder hier auf Bomber und so weiter bestanden haben, obwohl das eigentlich, ich sag mal, für Jäger, also hier Flugzeugtyp Düsenjäger, besser geeignet gewesen wäre als für Bomber. Also dadurch ist es, obwohl es 1939 bereits, kann man sagen, serienreif gewesen wäre, ist es erst so im Jahre 43, 44, 45 dann richtig, ich sag mal, also in diesen Flugzeugen verbaut worden. Also Hitler hat halt, wie sagt man, die Entwicklung stark verlangsamt hier. Und auch andere Sachen hat sich Hitler zum Nachteil eingemischt, Adolf Hitler. Computer, wie gesagt, im Jahre 1941 durch Konrad Zuse. Fand die erste binäre Rechenmaschine, den Z3, ich habe vorhin, glaube ich, Z1 gesagt, also in Wahrheit dieser Z3. Heute werden pro Jahr 240 Millionen PCs verkauft, 8 Millionen allein in Deutschland. Der Scanner im Jahre 1963. Der Erfinder des Fax-Vorläufers, Rudolf Hell, also hier stehen sie, wenn wir die Vornamen, hat ja schon in den 1920er Jahren die Idee, Texte und Bilder in Punkte und Linien zu zerlegen. Sein Hell-Schreiber übertrug erstmals Text und Bild über weite Strecken. 1963 erfand er den ersten Scanner zur Zerlegung farbiger Bildvorlagen. Also deutscher Erfinder. Chipkarte habe ich ja eben schon bei dem anderen Ding erwähnt. Im Jahre 1969 mit dem Patent stießen Jürgen Detlef und Helmut Gottrup das Tor der Informationsgesellschaft weit auf. In Form von Bezahlkarten, Kreditkarten, EC-Karten und so weiter. Hier ist es UCE, normalerweise UCW-Punkt. Oder auch Telefonkarten ist ihre Chipkarte heute fester Bestandteil des Alltags. Der MP3-Player im Jahre 1995, also ein Jahr vor der, das war 69, ich dachte 96. Also MP3-Player 1995. 4 Millionen Kids, also hier ist es auch falsch, wie sagt man, geschrieben. Eigentlich müsste es Kids heißen, also KIDS. Hier ist aber noch das N dazwischen. 4 Millionen Kids weltweit sind MP3-Player das größte. In
entwickelt hat das Verfahren zur Audiokompression ein Team des Fraunhofer Instituts um Karl-Heinz Brandenburg. Ja, und jetzt kommen nochmal andere Erfindungen. Also lange vor dem Dritten Reich oder überhaupt generell überhaupt lange vor dem Deutschen Reich, also dem allerersten Deutschen Reich. Gut, ich trinke kurz ein Glück. Das mache ich aber jetzt mal etwas kleiner, weil ich möchte auch, dass das andere lesen können. Hier, ich hoffe, das ist genau im Bild. Im Jahre 1450, der Buchdruck durch Johannes Gutenberg, habe ich eben schon erwähnt. Im Jahre 1419, der Weihnachtsbaum durch deutsche Bäcker. Also nicht einer alleine, sondern mehrere. Im Jahre 1837, das Prinzip, wie ein Kindergarten angelegt ist oder organisiert ist. Also der Kindergarten von einem gewissen Friedrich Fröbel, ebenfalls Deutscher. Im Jahre 1860 das Telefon von Philipp Reis. Also die ganzen Flachwichser hier wie Thomas Alva Edison, also hier amerikanischer angeblicher Erfinder, der hat geklaut bei allen möglichen Leuten und hat es für seine eigene Erfindung gegeben. Er hat es vielleicht verbessert, aber er ist nicht der Erfinder, hier sprich Goebel, Erfinder der Glühbirne. Wird auch Edison unterstellt. Also wie gesagt, Amerikaner sind Diebe schon immer gewesen. Das wissen wir. Und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg waren Amerikaner die größten Diebe. Aber ihr tut ja Amerikaner anhimmeln, genau wie ihr jetzt in den USA anhimmelt. Also ihr müsst dumm wie Brot sein. 1860 das Telefon durch einen gewissen Philipp Reis, deutscher Erfinder, habe ich gerade gesagt. 1837 die Jeans durch Levi Strauss, also war zwar Jude, aber war halt ursprünglich auch Deutscher. 1873, ich glaube 1837 eben gesagt, im Jahre 1873 gab es ja bereits das Deutsche Reich. Also ja, Levi Strauss war Jude, aber in Wahrheit war es ein deutscher Jude, also eigentlich ein Deutscher. Der Erfinder der Jeanshose. Im Jahre 1876 Robert Koch hat die Bakteriologie revolutioniert, also hier hat Sachen mit Penicillin und irgendwelche Sachen entwickelt. Auch im Jahre 1876 der Kühlschrank von einem gewissen Karl von Linde, also die Erfindung des Kühlschrankes, wie ein Kühlschrank funktioniert, wofür ein Kühlschrank genutzt wird. Im Jahre 1881 der Oberleitungsbus, also ein Bus, der elektrisch angetrieben wird, durch Werner von Siemens. Dann halt unter Bismarck ist ja bekannt hier, im Jahre 1883 das Sozialrecht, also Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, überhaupt generell soziale Absicherung hier durch Unterhalte von Bismarck. Es hatte zwar, wie sagt man, einen negativen Beigeschmack, dass er damit den Sozialdemokraten die Wähler etwas wegnehmen wollte, also die Sozialdemokraten wurden ja unter Bismarck schon ein bisschen bekämpft und unterdrückt. Aber Otto von Bismarck war nun mal ein Deutscher und das Sozialrecht ist nun mal, wie sagt man, von Deutschland ausgegangen, im Jahre, Jahre 1883. Im Jahre 1895 das Motorrad von Gottlieb Daimler und im Jahre 1896, also nur knapp ein Jahr später, das Automobil von Gottlieb Daimler. Im Jahre 1887, also wiederum ein Jahr nur später, der Plattenspieler von einem Emil Berliner. Ebenfalls im Jahre 1887 die Kontaktlinse von einem Adolf Eugen Fick. Also der ist wirklich so Fick. Mit CK. Ihr wisst, was ich meine hier. F-I-C-K. Also. Im Jahre 1894 das Segelflugzeug von Otto Lilienthal. Im Jahre 1895 die Röntgentechnik von Wilhelm Konrad Röntgen, hatte ich ja vorhin erwähnt, oder Jörg von Röntgen. Im Jahre 1897 das Aspirin von Dr. Felix Hoffmann. Im Jahre 1903 die Thermoskanne von Reinhold Borger, also ein deutscher Reinhold Borger ist der Erfinder der Thermoskanne. Im Jahre 1905 die Relativitätstheorie von einem gewissen Albert Einstein, ist ja bekannt. Im Jahre 1907 die Zahncreme, also die Erfindung der Zahncreme durch Ottmar von Mayenburg. Im Jahre 1922 die Erfindung hier von der Süßigkeit von Gummibärchen von Hans Riegel.
Jahre 1925 die Kleinbildkamera von Oskar Barnack. Im Jahre 1928 das Tonbandgerät von Fritz Fleumer. Also alles Deutsche. Im Jahre 1931 der Fernseher hier von Baron Manfred von Ardenne. Im Jahre 1933 das Düsentriebwerk von Hans von Ohain. Also trotzdem hat es aber noch bis zum Jahre 1939 gedauert, bis dann wirklich das erste Düsentriebflugzeug geflogen ist. Im Jahre 1936 der Hubschrauber von Heinrich Focke. Hier wird Flocke geschrieben, aber in Wahrheit hieß er Focke, also ohne L. Im Jahre 1938 die Atomspaltung durch Otto Hahn. Also da gab es auch, ich sag mal, Nobelpreise teilweise hier für diese Leute, also nachdem dann der Nobelpreis, diese Auszeichnung bereits existiert hat. Im Jahre 1941 der Computer von Konrad Zuse. Im Jahre 1951 der Scanner von einem gewissen Rudolf Hell. Im Jahre 1951 der Airbag von Walter Linderer. Im Jahre 1969 die Chipkarte von Jürgen Detloff. Im Jahre 1987 das MP3-Format vom Fraunhofer-Institut. Und natürlich, hier gerade für Deutsche wichtig, im Jahre 1516 bereits das Reinheitsgebot, also die Barbierbraut von Wilhelm dem IV. Und Ludwig dem X. Gut, haben wir das Thema auf Hinter jetzt auch durch, ja, ich gehe davon aus. Ja. Gehe ich erst auf die Gastarbeiter ein oder gehe ich erst auf Flucht und Vertreibung ein? Ja, ich gehe mal als erst auf die Gastarbeiter ein, Sekunde. Ich habe drei Bilder hier vorbereitet. Und wie gesagt, jeder von euch Beppos, die solche schmutzigen, dreckigen Lügen hier verbreiten, könnte sich genauso informieren. Also da muss man strohdumm sein. Hier kann man sehen. Ich mach's mal wieder so, also dass es separat ist. Als die Gastarbeiter kamen. Die Zuwanderung von Gastarbeitern nach Deutschland erfolgt auf der Grundlage von Anwerbeabkommen. Unter anderem mit Italien im Jahre 1955. Das ist 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Also da waren bereits 10 Jahre lang von 1945 bis 1955 Geflüchtete und Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten hier in Deutschland, die gemeinsam mit den sogenannten Trümmerfrauen in Deutschland wieder aufgebaut haben. Griechenland und Spanien, also das Anwerbeabkommen, wurde im Jahr 1960 abgeschlossen, mit der Türkei im Jahre 1961, mit Portugal im Jahre 1964, mit Jugoslawien im Jahre 1968. Sie endete offiziell, also die Anwerbeabkommen, mit dem Anwerbestopp vom November 1973. Hier nochmal die ausländischen Arbeitnehmer, also wie gesagt, wie Salam schon sagt, Gastarbeiter, also damals waren sie eigentlich nur als, wie Salam sagt, Gastarbeiter gedacht, also sollten gar nicht dauerhaft hier bleiben. Hier, also im Jahre 1955 hat es begonnen. Da kamen von 1000 kamen ungefähr 8 Italiener, 0,6 Griechen, 0,5 Spanier. Also das waren die ersten sogenannten Gastarbeiter in Deutschland. Italiener, Griechen und Spanier. Hier, Türk, Portugiesen, Jugoslawen ist noch Strich, also noch gar keine. Dann ab dem Jahre 1960 kamen halt Italiener, Griechen, Spanier, von 1000 Mann gerade mal 3 Türken. Von Portugiesen gerade mal 0,3, von Jugoslawen gerade mal 9. Dann ab 1965, also da ging es dann eigentlich richtig los hier. Da kamen dann aber immer noch mehr Italiener und Griechen und Spanier und 133 Türken von 1000 Gastarbeitern. Also ich tue jetzt mal speziell, weil die Türken das immer wieder propagieren, weil Erdogan, Erdogan, der und irgendwelche hier SPD und Grüne, irgendwelche Linksfaschisten, irgendwelche Linksgestreckten, die haben das Märchen vom Gastarbeiter, der Deutschland aufgebaut hat, in Umlauf gebracht. Also die Türken behaupten das ja immer hier, also weil sie uns schlechtes Gewissen einreden wollen, sie nach dem Motto, wir Moslems sind ja die Größten, dazu komme ich aber gleich. Hier, ich gehe jetzt nur auf Türken ein, hier, die das für sich beanspruchen, angeblich, sie haben Deutschland abgebaut. Wie gesagt, Türken kamen erst ab dem Jahre 1961, hier sieht man es ja, im Jahre 1960
waren von 1000 Mann gerade mal 3 Türken. Im Jahre 1965 waren von 1000 Mann gerade mal 133 Türken hier. Italiener, Griechen, Spanier, Portugiesen und so weiter, Jugoslawen waren viel mehr. Dann ging es immer weiter. Ab 1970 waren es dann schon 354 Türken. Ab 1971 waren es dann schon 453 Türken. Ab 1972 waren es dann schon 511 Türken. Ab 1973 waren es dann 605 Türken von 1000 Gastarbeitern. Ab 1974 waren es dann 607 Türken von 1000 Gastarbeitern. Ab 1975 waren es dann 543. Insgesamt macht es bis zum Jahre 1980 von 1000 Gastarbeitern, die angenommen jetzt pro Jahr oder pro Monat oder wie man es immer rechnet, gekommen sind, waren es insgesamt von 1000 Gastarbeitern waren es 308 Italiener im Jahre 1980, 130 Griechen, 85 Spanier, 58 Portugiesen und 349 Jugoslawen, aber 588 Türken, also über die Hälfte Türken von 1000 Gastarbeitern. Also Türken, Jugoslawen haben das angeführt, hier Gastarbeiterzustrom. Aber wie gesagt, begonnen hat es erst im Jahre 1961 und der Krieg hat 1945 aufgehört. Also wie kann man da so bekloppt sein, sich hier so eine Scheiße einreden zu lassen, dass Gastarbeiter Deutschland aufgebaut hätten, also speziell Türken. Hier. Die kamen erst ab 1961. Hier gerade mal 3 Türken im Jahre 1961. Hier ist übrigens auch mal so viel zum Thema Gastarbeiter in Deutschland abgebaut. Hier ist auch mal die Bildung von Türken. Hier. 61% von 100 oder von mir aus auch von 1000, 61% haben eine niedrige Schulbildung, also eine schlechte Schulbildung. Und 13,1% haben überhaupt keinen Schulabschluss. Also, auf gut Deutsch gesagt, sind Analphabeten. Wie können diese Leute Deutschland abgebaut haben? Analphabeten. Schlechte Schulbildung. Also, könnte ich vernünftig lesen, könnte ich vernünftig schreiben, könnte ich vernünftig rechnen. Das heißt, die können irgendwelche niedrigen Arbeiten ausgeführt haben. Wie sollen diese Leute Deutschland abgebaut haben? Das ist absurd. Und das ist kein Rassismus, wenn ich jetzt hier speziell Türken erwähne, weil man sieht es ja hier, Jugoslawen, da war auch noch nicht unbedingt die beste Schulbildung hier. Da haben 56,5% die niedrige Schulbildung und 8,4% haben überhaupt keinen Schulabschluss. Italiener sieht es auch nicht gerade sehr gut aus hier. Da haben von 100 oder von 1000 Italienern hatten gerade mal 60,1 eine niedrige Schulbildung und 11,5% hatten überhaupt keinen Schulabschluss. Hier, ich gehe jetzt mal wirklich von gut gebildeten Gastarbeitern aus. Hier, Türken, gerade mal nur 9,9%. Jugoslawen, 14,3%. Also die wirklich eine höhere Bildung hatten. Italiener, 12,1%. Griechen, 18,9%. Polen, war es schon wieder komischerweise besser hier. 38,9% hatten eine gute Schulbildung. Also Polen sind absolut nicht dumm hier. Im Unterschied zu denen, da waren größtenteils wirklich Ungebildete. Hier ein anderes Beispiel, was auch mal gerne vergessen wird, also hier schmutzige Lügen. Hier, guck an, Hausfrauenanteil hier, Türken hier. Der Anteil von Hausfrauen, also Frauen, die gar nicht gearbeitet haben, sprich, die können gar nicht Deutschland abgebaut haben, türkische Frauen hier. Hier, da, die haben den höchsten Anteil an Hausfrauen, also Frauen, die zu Hause geblieben sind. 43,2% hier oben. Das sind gerade mal die erwerbstätigen Türken hier, das blaue, 10,2. Das ist nur Teilzeit erwerbstätig gewesen hier, 11,9%. Das ist noch in Ausbildung gewesen, 10,5% hier, wie gesagt, der Anteil an Hausfrauen, also sprich ein Teil von türkischen Gastarbeitern, sprich die Frauen, sind zu Hause geblieben, also die können überhaupt nicht mitgearbeitet haben. Da haben die Griechen hier an Hausfrauen den geringsten Anteil gehabt. Kotzbekloppte Lügen werden hier verbreitet und das kotzt mich an.
Ihr könnt alles nachlesen, was ich habe es euch hier gerade gezeigt. Das ist keine Propaganda, das ist nicht irgendwo Nazi. Das sind Fakten, das sind Tatsachen. Sekunde, jetzt komme ich gleich auf den Kern des Themas, also auf den Punkt des Themas. Gastarbeiter, wer hat Deutschland aufgebaut, wer hat Deutschland nicht aufgebaut. Ich muss nur die Bilder kurz alle groß machen und dann zeige ich sie natürlich einzeln. Habe ich das gerade? Ja, das habe ich. Ja. Moment, ich hab's gleich. Ich gucke nochmal hier unten, ob ich eins vergessen habe. Nee, anscheinend nicht. Ja. Das sind überall die Leute, die Deutschland aufgebaut haben. Nach 1945. Das haben wir den Trümmerfrauen. Deutsche Flüchtlinge und Vertriebene hier. Aus Königsberg, also heute Kaliningrad, sind 169, was ist das für Angaben in Millionen, oder? In Tausend wahrscheinlich. Aus Königsberg, also heute Kaliningrad, sind 169.500 Deutsche vertrieben worden. Die haben sich hier oben im Raum Hamburg niedergelassen. Aus Danzig, der ehemaligen deutschen freien Handelsstadt Danzig, sind 290.000 Vertriebene, also Deutsche, vertrieben worden oder mussten flüchten. Haben sich ebenfalls im Raum Hamburg niedergelassen. Hier nochmal Königsberg, also das war doch direkt Russland, hier aus Königsberg. Also direkt aus Königsberg sind 1.900.000. Oh, Moment, ich habe Schwierigkeiten, das zu lesen. 1.984.000. Nee, 1.984.400 geflüchtet oder sind vertrieben worden. Also hier fast 2 Millionen, nur aus Königsberg. Deutsche Flucht und Vertreibung. Dann hier, wie gesagt, hier die Ostgebiete. Also hier sieht man so, das ist Mitteldeutschland, hier die ehemalige DDR, die spätere sowjetische Besatzungszone, dann die DDR. Ebenfalls fast 2 Millionen hier, 1.664.600. Die haben sich hier im, wie sagt man, norddeutschen Raum niedergelassen. Ebenfalls hier aus Preußen, Schlesien und was weiß ich hier, also hier 430.000. Hier, das müsste irgendwo Westpreußen gewesen sein, hier die Ecke, 688.000 hier. Hier, die haben sich alle in der ehemaligen, also in der späteren BRD niedergelassen, nicht in der ehemaligen. Hier, aus dem Raum Breslau, die haben sich dann mehr in der sowjetischen Besatzungszone, späteren DDR niedergelassen, waren es 3.228.600. Aus der Tschechoslowakei, also sogenannte Sudetendeutsche, vorher sogenannte Sudetendeutsche, waren es 3.400.000. Die haben sich hier immer in Baden-Württemberg niedergelassen. Aus Rumänien waren es 253.000 hier. Die haben sich hier immer in Bayern niedergelassen. Geflüchtete und vertriebene Deutsche. Aus dem Rhein-Ungarn waren es 213.000 geflüchtete und vertriebene Deutsche. Aus dem Raum Österreich, also sogar Österreich hat Deutsche vertrieben, obwohl ja Österreich eigentlich auch Deutsche sind. Also sogar hier wurden Deutsche vertrieben. Oder das ist hier nur der Pfeil, der geht eigentlich hier nach Italien, der Pfeil. Also das sieht nur so aus, als ob es im Raum Österreich wäre. Also in weit sind ja aus Italien vertrieben worden. 297.500 haben sich auch im Raum Bayern niedergelassen. Das sind eure, die Deutschland wieder aufgebaut haben, hier die ganzen Geflüchteten und Vertriebenen. Hier sieht man es auch nochmal. Hier Gebietsverluste nach dem Versailler Vertrag von 1919 hier, was Deutschland gestohlen worden ist, weil Polen wollte hier einen Zugang zur Ostsee. Hier der sogenannte Korridor, also das war damit ein Auslöser für den Zweiten Weltkrieg. Hier, dass Deutschland hier diese Landverbindung hier wieder haben wollte. Also das war dann Polen vor dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg. Hier steht es ja, Westpreußen ging an Polen, Posen ging an Polen. Danzig ist halt freie Stadt geblieben. Dann hier
Danzig habe ich gerade erwähnt, Freie Stadt Danzig, dann hier, was nach 1945 an Polen gegangen ist, hier der untere Teil von Ostpreußen, Pommern und Schlesien. Und hier halt Gebietsverluste an die UdSSR, also sprich Königsberg, hier heute Kaliningrad. Das sind die deutsche Flüchtlinge, denen keine Sau geholfen hat, weltweit irgendwo keiner hat denen geholfen. Die alle von da weg mussten, hier aus so einem riesigen Bereich hier. Guckt euch an, wie groß das ist. Fast so groß wie hier ein Drittel vom heutigen Deutschland. Die da überall nach hier, in die ehemalige DDR oder hier in die spätere BRD geflüchtet sind. Und auch hier Elsass-Lothringen und so weiter oder hier Dänemark. Hier, da wurden ja auch Leute rausgeschmissen hier. Das hat sich Dänemark dann von Deutschland weggeholt. Hier unten Elsass-Lothringen hat sich ja Frankreich bereits nach dem Ersten Weltkrieg bei Deutschland wieder zurückgeholt. Oder hier Eupen, Mamedi hat sich Belgien von Deutschland weggenommen. Das sind eure Leute, die Deutschland weit aufgebaut haben hier. Flucht und Vertreibung. Hier sieht man es auch nochmal. Hier ist Königsberg, hier das Schwarze hier. Das ist das Memelland. Also hier wurden auch Leute rausgeschmissen, hier das Graue. Das ist Westpreußen, das ist Posen. Das ist Breslau, also hier Schlesien, das ist Pommern. Also ursprünglich war das alles deutsch hier. Das wäre eigentlich alles rot oder schwarz. Das wurde aber schon in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg gestohlen hier. Der ganze graue Bereich hier. Deswegen gab es auch mit, das war mit ein Auslöser vom Zweiten Weltkrieg, deswegen gab es auch diesen Angriff dann von Deutschland auf Polen. Und wie gesagt, vorher gab es Verhandlungen von Hitler mit Polen, also von der deutschen Regierung mit Polen. Die wollten hier eine Landverbindung haben, also hier, wie sagt man, Autobahnverkehr, Zugverkehr, also hier Durchgang hier von da bis da. Das war mit ein Auslöser vom Zweiten Weltkrieg. Hätte Polen das nicht Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg gestohlen und andere Sachen, die mit Auslöser für den Zweiten Weltkrieg waren, hätte es möglicherweise gar keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Da bin ich kein Nazi, wenn ich das sage. Das sind Fakten. Das könnt jeder von euch kann das nachlesen. Hier sieht man es auch nochmal. Hier insgesamt 7 Millionen. Nur aus Ostpreußen. Hier. Als Ostpreußen, als Schlesien, als Ostpommern. Die haben sich hier in der sowjetischen Besatzungszone, sprich in der späteren DDR, in der heute ehemaligen DDR niedergelassen. 24,3 Prozent der Gesamtbevölkerung, also hier nur in diesem Bereich, hier in der sogenannten Ostzone, also hier in der sowjetischen Besatzungszone. Hier in der britischen Besatzungszone geflüchtete Gesamtanteil an der Bevölkerung 14,5 Prozent. Hier in der amerikanischen, also sprich Bayern, Gesamtanteil an der Bevölkerung 17,7%. Und hier in der französischen 1% Anteil. Das sind eure, die Deutschland wieder aufgebaut haben. Hier steht es auch. Zahl der geflohenen und vertriebenen Deutschen in Millionen nach der Volkszählung von 1950. 7 Millionen aus Ostpommern, aus Schlesien, aus Ostpreußen, 3 Millionen aus dem Sudetenland. Ja, nochmal einzeln, aber die lädt jetzt nicht nochmal vor. Also ich habe es eben schon erwähnt hier. Ja, doch, ich muss es erwähnen, weil hier sind nämlich auch die Todeszahlen angegeben, genau. Das wird nämlich auch immer ungern erwähnt hier. Also wie viele dabei zu Tode gekommen sind hier. Aus dem Memelland von 220.500 sind 51.000 zu Tode gekommen. Also die sind bereits, während sie geflüchtet oder vertrieben worden, sind die bereits getötet worden hier. Oder sind halt an Hunger und Krankheiten und irgendwas gestorben auf der Flucht. Hier sind von 3.828.600 sind 364.000 zu Tode gekommen. Hier sind von ungefähr 2,5 Millionen, 2.283.400 sind ungefähr 299.000 zu Tode gekommen. Hier, ja, also ich lasse es jetzt doch, das ist super deprimierend. Aber wie gesagt, man muss nochmal hier diese Todeszahlen zusammenrechnen. 51.000, 299.000,
264.000, 207.000, 268.000, 466.000, 272.000, 135.000, 57.000, 101.000, 207.000. Stellt euch mal vor, diese Deutschen sind alle nach 45 umgekommen, also bereits im Frieden. Nur durch Flucht und Vertreibung hier. Das ist von 1944, wo das begonnen hat, also wo sie auch vorher schon während des Zweiten Weltkriegs noch teilweise fliehen mussten hier. Also deswegen steht hier von 1944 bis 1950, bis zum Jahre 1950. Das sind, das Rote sind die Geflüchteten aus diesen Gebieten, das Schwarze sind hier die Todesfälle, deswegen ist ja hier überall das Kreuz immer dabei. Tut mir jetzt noch weh, wenn ich das hier vor mir sehe. Hier nochmal von 1950 bis von 1945 bis 1950 in 1000. Ja. Aus Jugoslawien mussten sie fliehen oder wurden vertrieben, aus Rumänien mussten sie fliehen, wurden vertrieben, aus Ungarn, aus der Tschechoslowakei, aus Polen, aus Russland. Hier wird aber das so dargestellt, als ob es alle ausschließlich in die BRD geflüchtet wäre. Stimmt nicht. Also es haben sich ja viele in der späteren DDR niedergelassen hier. Also das ist ein bisschen übertrieben hier. Hier kamen sogar welche aus Westeuropa und Übersee dazu. Also sprich aus vorherigen deutschen Kolonien. Also die bereits nach dem Ersten Weltkrieg die ehemaligen deutschen Kolonien verlassen haben. Hier 274.000. Hier kann man es auch nochmal sehen, wo sie sich ungefähr niedergelassen haben. Ja, aus Ostpreußen hier der Hauptstrom. Also hier, wie viele es insgesamt waren, 233.000. Und hier haben sich da, von dem Hauptstrom hat sich ein Teil hier niedergelassen, in der späteren DDR. Ein Teil ist weitergezogen dann in die spätere BRD, oder in die, war ja ungefähr gleiche Staatsgründung BRD, Staatsgründung DDR. Und hier halt nochmal die erste DDR, dann steht aber nicht von wann bis wann, die erste DDR in die Bundesrepublik geflohen sind, 114.000 oder hier 22.294.000. Ja, das war alles mal deutsch hier, das ist bereit Ostdeutschland hier, die ehemaligen deutschen Ostgebiete. Und da bin ich kein Nazi, wenn ich das sage, das ist die Wahrheit, das ist Geschichte. Hier kann man es auch nochmal sehen. Diesmal mache ich es größer. Hier 1,95 Millionen, also fast 2 Millionen. 1,95 Millionen, 1,1 Millionen, 3,25 Millionen, also fast 3,25 Millionen hier, also 3,5 Millionen fast. 2,9 Millionen, also fast 3 Millionen. 3,5 Millionen, 1,7 Millionen. 200.000, 290.000. 250.000. Hier kann man halt anhand der roten Pfeile sehen. Ich muss es auch etwas kleiner machen hier, wo sie sich überall niedergelassen haben. Also hier, wo der rote Pfeil in der ehemaligen DDR stoppt hier, da haben sie sich in der ehemaligen DDR niedergelassen, wo der rote Pfeil erst hier in der BRD stoppt, da haben sie sich halt in der späteren BRD niedergelassen hier, also die Geflüchteten, die Vertriebenen. Hier unten steht es nochmal hier. 8,26 Millionen, also über 8 Millionen deutsche Flüchtlinge und Vertriebene und 5,5 Millionen polnische Flüchtlinge und Vertriebene. Also es wurden sogar Polen vertrieben oder mussten flüchten hier. Wahrscheinlich Polen, die ursprünglich mal deutsche Vorfahren hatten oder irgendwo mit Deutschen vielleicht, keine Ahnung, sympathisiert haben oder was. Also es wurden sogar Einheimische aus diesen Ländern vertrieben, also nicht nur deutsche Einheimische, sondern auch, wie sagt man hier, polnische Einheimische hier. Also sind sogar Polen nach Deutschland geflüchtet hier. Im Zeitraum, wo die Flucht und Vertreibung war hier. Bis, sagen wir mal, 10 Jahre, also bis 1955.
bis 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier kann man es nochmal sehen. Nach dem Ersten Weltkrieg verlorene Gebiete, also hier das hellbraune hier. Moment, ich habe gerade was in der Hand, ich muss kurz. Naja, nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen hier. Also, wird halt nur so genannt, verloren gegangen. In Wahrheit ist es. Moment, hier ist gerade irgendwas arbeitet. Eben bei meinem Mauszeiger hier, hat man ja gesehen, also was beim früheren Mauszeiger des Santo gewesen wäre. Hier. Also ist Deutschland bereits nach dem Ersten Weltkrieg verloren gegangen. Hier wird es halt höflich ausgedrückt verloren gegangen. In Wahrheit wurde es gestohlen. Ja, das war eine. Also das war bereits weg. Kam dann halt natürlich wieder zurück durch den Beginn vom Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland dann Polen überfallen hat hier. Aber in Wahrheit hat Deutschland im Grunde sich nur diesen Teil zurückgeholt. Deutschland hätte dann hier halt hier Halt machen müssen. Deutschland hat halt hier dann weitergemacht, also hier in diesem Bereich. Das hier wäre noch theoretisch ein berechtigter Kriegsgrund gewesen. Das hier war dann kein berechtigter Kriegsgrund mehr, genau wie hier unten mit Sudetenland vorher zur Schlagung der Westtschechei, dass Deutschland nicht nur die Teile vom Sudetenland hier sich zurückgeholt hat, sondern auch die Westtschechei dann besetzt hat. Also ja, es war ein Verbrechen, aber man darf halt, wie gesagt, die Vorgeschichte hier nicht vergessen. Ja, und hier sind halt nochmal die, wie sagt man, die ehemaligen Grenzen hier zwischen BRD und DDR. Und da sieht man es ja, also ehemalige DDR, wenn man das hier dazu nimmt, eindeutig Mitteldeutschland. Also wie kann man so bekloppt sein, sich selber als Ossi bezeichnen, zu bezeichnen oder sich von anderen als Ossi bezeichnen zu lassen. Das hier war schon immer Mitteldeutschland, das hier ist Ostdeutschland, was schon nach 45 weg war und nach 1918 weg war. Gut. Es ist kein Verbrechen, diese Verbrechen auszusprechen. Und es sind Verbrechen. Es wurden in der Regel Frauen und Kinder vertrieben, die Männer waren bereits in Gefangenschaft oder gefallen. Die Frauen und Kinder konnten nichts dafür, was vorher im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Und die haben mit genug Todesopfern bezahlt, diese Geflüchteten und Vertriebenen. Und die wurden von der Bundesregierung, sprich auch von Helmut Kohl am Schluss, belogen, weil bis zum Schluss wurde ihnen eingeredet, ihr bekommt das irgendwann wieder. Und es war dann nicht so, hier bei der Wiedervereinigung. Es war dann weg. Und es wird auch wegbleiben. Also im Grunde, wir wissen jetzt einmal wieder haben, jetzt haben andere Länder, also speziell Polen und Russland, jetzt haben die das mehr oder weniger kaputt gewirtschaftet, kann man sagen, wenn sie überhaupt kaputt gewirtschaftet haben. Wahrscheinlich läuft die in ihrer Wirtschaft gut, weil sie immer noch Kohle dafür irgendwo in Anspruch nehmen hier von Deutschland. Warum auch damals Polen so begeistert waren von Angela Merkel. Weil sie halt selber polnische Wurzeln hatte. Also das Thema vertiebe ich jetzt nicht, weil da rege ich mich zu sehr auf, wenn ich noch einmal auf den echten Großvater von Angela Merkel eingehe. Gut, soviel zum Deutsch-Thema deutsche Erfinder, deutsche Erfindungen, die der Welt zugute gekommen sind. Und hier wird in Wahrheit Deutschland wieder aufgebaut. Also von wegen irgendwelcher Gastarbeiter hier, Analphabeten und so weiter. Größtenteils, wie gesagt, unter Türken, die das von sich behaupten. Die wären überhaupt nicht dazu in der Lage gewesen. Die konnten gerade mal niedriger arbeiten als hier. Da gibt es keinen Grund, sich dafür zu schämen hier. Es gab auch Verbrechen an Deutschen, nicht nur von Deutschen. Vergesst das mal nicht. Da ist man kein Nazi, wenn man das irgendwo offen ausspricht. Das ist Tatsache, das ist Geschichte. Und Geschichte hat halt nicht nur 12 Jahre betroffen. Wie gesagt, das hier ging bereits nach dem Ersten Weltkrieg verloren. Also das hatte null mit dem Dritten Reich, null mit dem Nationalsozialismus hier zu tun. Der Teil, der war bereits nach dem Ersten Weltkrieg von Deutschland weg, von Polen, wo Deutschland noch nicht mal mit Polen im Krieg war, weil zu dem Zeitpunkt im Ersten Weltkrieg hat Polen gar nicht existiert. Ja, also könnte mich darüber aufregen, also wie kann man sich so dermaßen verblöden lassen, aber die Leute wollen sich verblöden lassen. Ihr habt nur Nazi-Wein im Kopf und Nazi-Spuck im Kopf und bei euch ist alles Nazi und
deutsche Geschichte ist gerade mal 12 Jahre Drittes Reich. Also ihr seid dumm wie Brot. Oder ihr seid feige und ihr seid Lügner, weil das könnte alles, was ich jetzt aufgezählt habe, das könnte alles auch genauso von euch, also ihr könnt euch genauso informieren. Das ist Basiswissen, kann man sagen. Also man muss eigentlich als Deutscher auch seine eigene Geschichte kennen. Aber ihr wollt ja gar nicht eure eigene Geschichte kennen, ihr verleugnet ja eure eigene Geschichte oder lügt. Gut, ciao.